Herzlich willkommen. In diesem Slidecast beschäftigen wir uns mit der Break-Even-Analyse, kurz BEA. Sie werden lernen, wie Sie bestimmen können, bei welcher Absatzmenge bzw. kritischen Menge die erzielten Erlöse die angefallenen Kosten decken. Zur Bestimmung des Break-Even-Punktes werden Sie einen grafischen und einen mathematischen Lösungsweg kennenlernen. Außerdem werden Sie verstehen, wie sich Änderungen in den fixen und variablen Kosten oder des Preises auf die kritische Menge auswirken. Zunächst werden wir Ihnen erläutern, was die zentralen Fragestellungen der Break-Even-Analyse sind und was in diesem Zusammenhang der Break-Even-Punkt, kurz BEP, sagt. Dies werden wir Ihnen auch anhand einiger Beispiele demonstrieren. Bei der Produktion von Gütern stellt sich die Frage, bei welcher Absatzmenge decken die erzielten Erlöse die angefallenen Kosten? Also wie viele Einheiten von unserem Produkt müssen wir absetzen, um die anfallenden Kosten zu decken? Eine weitere Frage ist, wie sich Änderungen in den fixen und variablen Kosten oder des Preises auf die kritische Menge auswirken. Also wie viele Einheiten mehr oder weniger müssen wir absetzen, um nach Änderungen bei den Kosten oder des Preises kostendeckend produzieren zu können? Diese Frage können wir mit Hilfe des Break-Even-Punktes beantworten. Der Break-Even-Punkt ist die Konstellation von Absatzmenge und Verkaufspreis, ab der die erzielten Umsätze den angefallenen Kosten, also fixen und variablen, entsprechen. Er repräsentiert die Gewinn- oder auch Nutzschwelle, ab der die Verlustzone verlassen bzw. die Gewinnzone erreicht wird. Das klingt alles ein wenig theoretisch, darum schauen wir uns das nun an einigen Beispielen an. Die X GmbH möchte in den Tabletmarkt einsteigen. Bei der Produktion fallen als Kosten die Fixkosten, kurz KF, in Höhe von 25.000 Euro und die variablen Kosten, kurz KV, in Höhe von 150 Euro pro produzierten Tablet an. Als Erlös erzielt die X GmbH einen Stückpreis von 400 Euro pro produziertem Tablet. Der Stückdeckungsbeitrag gibt an, um wie viel der Gewinn steigt, wenn eine zusätzliche Leistungseinheit verkauft wird. Er errechnet sich aus der Differenz des Stückpreises und der variablen Stückkosten. Zur Berechnung der Break-Even-Menge, kurz BEM, werden die Fixkosten durch den Stückdeckungsbeitrag dividiert. Schauen wir uns das Ganze nun einmal grafisch an. Auf der X-Achse haben wir die Absatzmenge und auf der Y-Achse haben wir die Kosten bzw. die Erlöse. Auf Kostenseite haben wir zum einen die fixen Kosten KF von 25.000 Euro. Diese fallen unabhängig von der produzierten Menge an, das heißt, auch wenn wir 0 Einheiten produzieren, fallen die fixen Kosten an. Die variablen Kosten KV liegen bei 150 Euro pro produziertem Tablet. Das X ist hier ein Platzhalter für die Anzahl der produzierten Tablets. Werden 100 Tablets produziert, ist x gleich 100 und unsere variablen Kosten belaufen sich auf 150 Euro mal 100, also 15.000 Euro. Wir können die Kosten auch als Funktion notieren. Die Kosten k sind dabei abhängig von x, der Anzahl der produzierten Tablets. Wir notieren also k von x ist gleich 25.000 plus 150x. Als Gerade sieht diese Funktion dann so aus. Schauen wir uns die Erlöse an. Unsere Erlöse sind ebenfalls abhängig von x. Die Erlösfunktion sieht folgendermaßen aus. I von x ist gleich 400x. Als Gerade sieht diese Funktion so aus. Der Punkt, an dem sich die beiden Geraden schneiden, ist der Break-Even-Punkt. Ziehen wir von hier aus eine Senkrechte nach unten, können wir dort die Break-Even-Menge ablesen. Im Bereich links vom Break-Even-Punkt liegt die gerade Gesamtkosten über der mit den Erlösen. Die Kosten sind also höher als die Erlöse. Wir befinden uns somit in der Verlustzone. Der Break-Even-Punkt ist nun die Stelle, an dem die Gesamtkosten gleich den Erlösen sind. Rechts davon beginnt die Gewinnzone. Hier liegt die Erlösgerade über der Gesamtkostengerade. Die Erlöse sind also höher als die Gesamtkosten. Wir können die Break-Even-Menge auch rechnerisch bestimmen. Bei der Break-Even-Menge sind die Kosten gleich den Erlösen. Es gilt also, k von x ist gleich e von x. Setzen wir die Werte aus unserem Beispiel ein, haben wir 25.000 plus 150x gleich 400x. Lösen wir nun nach x auf, erhalten wir 25.000 gleich 400x minus 150x. Auf der rechten Seite subtrahieren wir die variablen Kosten vom Stückpreis. 400 ist unser Stückpreis und 150 die variablen Kosten. Und wie wir vorhin gelernt haben, ist das der Stückdeckungsbeitrag, also 250. Wir haben auch gelernt, dass die Break-Even-Menge die Fixkosten dividiert durch den Stückdeckungsbeitrag sind. Für unser Beispiel heißt das 25.000 dividiert durch 250 und das ergibt 100. Bei 100 abgesetzten Tablets sind die Erlöse gleich den Kosten. Ab dem 101. verkauften Tablet werden also Gewinne erzielt.
Schauen wir uns nun an, was passiert, wenn unsere Fixkosten sich erhöhen, in unserem Beispiel von 25.000 auf 30.000. Für unseren Graphen bedeutet das, dass sich der Schnittpunkt der Gesamtkostengrade mit der Y-Achse nach oben verschiebt. Denn an der Y-Achse haben wir eine Produktionsmenge von 0, die fixen Kosten fallen jedoch trotzdem an. Außerdem verschiebt sich sowohl der Break-Even-Punkt als auch die Break-Even-Menge nach rechts. Es ist also eine größere Absatzmenge nötig, um den Break-Even-Punkt zu erreichen. Damit vergrößert sich auch die Verlustzone und die Gewinnzone wird erst bei einer höheren Absatzmenge erreicht, jedenfalls im Vergleich zu unserem Ursprungsbeispiel. In der Gleichung sieht das folgendermaßen aus. Bei fixen Kosten von 30.000 Euro müssen 120 Tablets abgesetzt werden, um kostendeckend zu produzieren. Schauen wir uns nun ein weiteres Beispiel an. Hier steigen nicht die fixen, sondern die variablen Kosten. Im Beispiel von 150 Euro auf 200 Euro. Das führt zur folgenden Änderung unserer Gesamtkostengrade. Sie steigt steiler an. Wir sehen, dass sich auch hier der Break-Even-Punkt nach rechts verschiebt. Auch bei einem Anstieg der variablen Kosten ist also eine größere Absatzmenge nötig, um den Break-Even-Punkt zu erreichen. Wie auch bei einem Anstieg der fixen Kosten vergrößert sich die Verlustzone und die Gewinnzone wird im Vergleich zu unserem Ursprungsbeispiel erst bei einer höheren Absatzmenge erreicht. In der Gleichung sieht das folgendermaßen aus. Bei variablen Kosten von 200 Euro müssen 125 Tablets verkauft werden, um kostendeckend zu produzieren. Schauen wir uns nun ein letztes Beispiel an. In unserem letzten Beispiel bleiben die Kosten gleich, jedoch erhöht sich der Verkaufspreis je Tablet auf 450 Euro. Dann verschiebt sich die Erlösgrade folgendermaßen. Sie steigt steiler an. Wir sehen, dass sich in diesem Fall der Break-Even-Punkt und die Break-Even-Menge nach links verschieben. Die Verlustzone wird kleiner, als sie noch im Ursprungsbeispiel war. Die Gewinnzone wird somit ab einer geringeren Absatzmenge erreicht. Unsere Gleichung für dieses Beispiel sieht folgendermaßen aus. Lösen wir die Gleichung nach x auf, erhalten wir 83,3 als Ergebnis. Der Break-Even-Punkt liegt also bei einer Absatzmenge von 83,3 verkauften Tablets. Ab dem 84. verkauften Tablet befinden wir uns also in der Gewinnzone. Fassen wir noch einmal zusammen. Die Break-Even-Analyse beantwortet uns unter anderem die Frage, bei welcher Absatzmenge die erzielten Erlöse die anfallenden Kosten decken. Diese sogenannte Break-Even-Menge können wir sowohl grafisch als auch mathematisch bestimmen. Außerdem konnten wir anhand einiger Beispiele demonstrieren, wie Änderungen bei den Kosten oder beim Verkaufspreis sich auf die Break-Even-Menge auswirken. Wir hoffen, wir konnten Ihnen helfen und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Lernen.